Servus Leute, heute zeige ich euch hier beim E36 Cabrio, wenn euer Verdeck nicht mehr funktioniert, was ihr da machen könnt, wie ihr es initialisiert praktisch. Als erstes gehen wir vorne rein, in der Fahrradtür, klappen unsere Sitze hinten nach vorne, heben die Rückbank hoch, die ist einfach nur gesteckt, dann haben wir hier einen Hebel, sieht das aus, und hier sind zwei Bodenzüge. Wenn wir jetzt hier dran ziehen, dann hören wir, wie es zweimal klackt. Dann schieben wir es wieder zurück. Als nächstes schalten wir den Hub. Der ist neben dran. Das ist verdeckt. Anschließend tun wir den Kofferraum wieder auf. Jetzt, wo alles wieder zu ist und in Grundstellung ist, tun wir die Motoren wieder einhängen. Dazu müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass diese Bodenzüge wieder drin sind, weil sonst geht es hier nicht zu. Da sehen wir hier, dass das verknotet ist. Da tun wir das so wieder ein bisschen reinschieben. Was soll man das? Reinmachen. Als nächstes gehen wir rein, öffnen hier die Verkleidung. Dann sehen wir hier, dass die Motoren ausgehängt sind. Das ist einmal hier der Verdeckmotor. So, jetzt ist der wieder drin. Dann haben wir hier noch einen Motor hinten dran. Da gehen wir mit der Hand hier rein und drücken den praktisch in die Fahrzeugmitte. Und zwar so. Das war's eigentlich. Dann können wir hier den Kofferraum wieder schließen. Jetzt initialisieren wir das Gehör, indem wir hier reingehen. Wir drücken auf den unteren Pfeil, halten den gedrückt und gehen hier auf Zündung. Auf Radiostellung praktisch. Und dann bitten wir jemanden, da drauf zu drücken. Wir warten hier 10 Sekunden, die Fenster hochgefallen. Jetzt machen wir das Verdeck mal zu. Knopf wieder loslassen und können hier wieder zumachen. Das war's. So, das war's mit eurer Initialisierung. Falls ihr Probleme mit eurem Verdeckmotor habt, was wir noch gemacht haben, wir haben vorne im Sicherungskasten, da gibt es 3 Sicherungen für das Verdeckmodul. Die haben wir gezogen und wieder reingemacht, damit das Steuergerät wieder resettet ist praktisch. Und weil vorher ging es nicht. Und jetzt, wo wir die Sicherung raus und wieder reingetan haben, jetzt funktioniert es wieder. Und alles ist wieder beim Alten. Und als es nicht funktioniert hat, haben diese Knöpfe nicht funktioniert, wo die ganzen Fenster auf einmal hoch und runter fahren. Und jetzt funktionieren die auch wieder. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Thank you.